Alle da? Vollzählig. Und das hier ist ein Märchen am Blatt, wie ihr Schachteln zu probieren. Dieses Stückchen Grün hier ist unsere Bühne. Dieses Gartendorngebüsch hier ist unsere Garderobe. Und es wird nicht markiert. Sei genauso ein wie dein König. Peter Fritz, was gibt's denn, Zettel? Da stehen Sachen in dieser Komödie. Von Pyramus und Tisse. Die kommen niemals an. Erstens, dieser Pyramus muss sein Schwert aus der Scheibe ziehen. Was die Damen aber gar nicht ausstehen können. Und sich damit umbringen. Was sagt ihr dazu? Kruzifix, das wird noch Kopfverbrechen kosten. Ich glaube, wir müssen das Messer am Ende streichen. Ja, eben nicht. Ich habe den Einfall. Der reißt alles aus. Schreibt mir einen Polo. Ein Polo. Und zwar so, dass der Polo akzentuiert erklärt, dass wir mit unseren Schwertern keine was tun. Und das Pyramus wirklich wird. Und um ganz sicher zu gehen, sag ihnen noch, dass ich, Pyramus, gar nicht Pyramus bin, sondern Zettel der Weber. Ja. Dann haben sie bestimmt keine Angst mehr. So machen wir es. Mit einem Prolog. Und er soll in 8 und 6 Füße verpasst sein. Ach komm, gib noch mal drauf, was in den 8 und 8 verpasst. Ja. Aber. Aber werden sich die Damen nicht vor dem Löwen fürchten? Da habe ich auch Angst vor, garantiert. Er schafft mich. Einen lebendigen Löwen. Gott bewahre, unter die Dame zu bringen, das ist eine verflixt ungemütliche Sache. Denn es gibt keinere, wildere Flora als unsere lebendigen Löwen. Ich sage nur Vorsicht. Ja, dann muss eben ein Prolog sagen, dass er kein Löwe ist. Mindestens. Und ihr müsst ihn vorstellen, dass er den Löwen nur vorstellt. Und sein Gesicht muss unter dem Löwenhals zu sehen sein. So. Da muss er dann durchsprechen und so in etwa sagen wie, oder fast denselben Effekt machen, meine Damen. Oder, schöne Dame, ich möchte sie bitten. Oder, ich möchte sie gebeten haben. Oder, ich möchte sie gerne suchen. Sich nicht zu fürchten und nicht zu zittern. Es geschieht ihnen nichts. Wenn ich hier käme als Löwe, dann wäre das um mein Leben schade. Nein, ich bin nicht dergleichen. Ich bin ein Mensch wie du und ich. Und dann soll er noch sagen, dass er Schnock der Tischler ist. So machen wir es. Aber da gibt es noch 2 ganz haarige Schulzettel. So habe ich es ja jetzt auch. Nämlich, wie bringt man Mondstein in ein Zimmer? Ihr wisst ja, Pyramus und Tisbe treffen sich beim Mondstein. Scheint der Mond denn in der Nacht Bälle spielen? Kalender! Seht ihr im Almanach, ihr müsst Mondstein bringen, das ist mein Problem. Hast du noch die Schnauze? Ja, dann darfst du noch nach. Ja, er schreit! Ja. Ja? Ja oder noch besser? Einer muss mit Dornstrauch und Laterne auftreten und sagen, dass er den Mann im Mond entstellt oder exhibitioniert. Und da wäre noch etwas. Noch was? Wir müssen im Saal eine Wand haben. Ihr wisst ja, Pyramus und Tisbe, so steht das auf dem Stück,
flüstern durch die Ritze in der Wand. Eine Wand? Da kriegst du doch nie und nimmer eine Wand rein. Was möchtest du denn? Irgendeiner muss die Wand depersonalisieren. Und er sollte so ein bisschen gut oder schmieren. Oder würde man schmieren, was dann Wand bedeutet. Und dann soll er mit den Fingern so machen. Und dann können Hümmern und Tiffe durch die Ritze flüstern. Also, wenn das geht, dann ist alles bestens. Jeder probiert seine Rolle. Kyrannus, du fängst an. Wenn du fertig bist mit deinem Text, gehst du dann zum Büsch ab. So jeder auf sein Stichwort. Text, Kyrannus, Tispe nach vorn. Tispe, den Duft von Fischen. Würzen, süßen Blumen, frischen Würzen! Frischen Würzen, süßen Blumen, hat auch dein Atem, o liebste Tispe mein. Hör, eine Stimme, bleib noch ein Weilchen hier, bis ich dir wieder peu à peu erscheine. Ich treffe nicht Pyramus bei Minusgrad.